Am Wort ist nun Hannes Amesbauer von der FPÖ. Liegt ja im äußerst erfolgreichen Tierschutz-Volksbegehren, das maßgeblich von Sebastian Born-Mehner initiiert wurde. Auch ich habe dieses Volksbegehren mit voller Überzeugung unterschrieben, weil es sehr vernünftig war, sehr ausgewogen war, weil es keine Sündenböcke gesucht hat, weil es nicht auf die Bauernschaft hingehaut hat, sondern praktikable, umsetzbare Lösungsvorschläge unterbreitet hat. Wir haben das auch intensiv diskutiert im Ausschuss. Es war ein sehr interessantes Hearing auch. Und das muss man ernst nehmen. Und dieses Volksbegehren hat auch gezeigt, dass die Menschen den Umgang, der in Österreich teilweise mit Tieren auch veranstaltet wird, nicht hinnehmen wollen. Und das können wir auch als verantwortungsbewusste Politiker nicht so wollen, dass mit unseren Mitgeschöpfen auf teilweise so schäbige und schändliche Weise umgegangen wird. Das ist das eine. Das andere ist jetzt das Gesetzespaket. Kollege Strasser, du hast vorher gesagt über die Rede vom Kollegen Schmidlich, also ich habe das nicht gehört, dass er gesagt hätte, ihm sind die Übergangsfristen beim Vollspaltenboden zu kurz. Also da hast du eine andere Rede gehört. Im Gegenteil, also ich bin auch der Meinung, dass sie zu lange sind und dass es da andere Lösungen geben hätte können bei dem Ganzen. Und der Vorredner jetzt direkt, das Volksbegehren des Landesrats Waldhäusl, das übrigens auch sehr erfolgreich war, stoppt der Lebendtiertransporte. Da geht es konkret darum, dass Tiere, die der Schlachtung zugeführt werden, nur bis zum nächstgelegenen Schlachthof lebend transportiert werden soll. Es gibt ja Alternativen. Man kann das so machen in diesem Bereich, dass man die Tiere nur zum nächstgelegenen Schlachthof führt oder dass man auch die geschlachteten Tiere transportiert. Das ist dann halt leider ein bisschen teurer und das ist ja das Perverse an dem System, dass die Lebendtiertransporte über tausende Kilometer quer durch Europa bis nach Nordafrika gestattet sind und dass das dann günstig ist. Also das ist ein System, das kann niemand wollen und das gehört abgeschafft und da hat der Landesrat Waldhäusl völlig recht. Und geschätzte Kollegen von den Regierungsfraktionen, ich möchte aber fair sein. Ich sage ja nicht, dass das jetzt alles ein Mist ist, das Sie hier auf dem Tisch legen. Überhaupt nicht. Sie haben sich da bewegt in gewissen Punkten und Sie werden das auch sehen bei unserem Abstimmungsverhalten, das differenziert ausfallen wird, dass wir einigen Bereichen auch zustimmen werden. Also die Verschärfungen, was im Bereich der Qualzuchten passieren und auch das Verbot des Kükenschredderns oder das wird in Österreich eh nicht wirklich praktiziert, aber dass wir es einmal klargestellt haben, dass es verboten ist und der Umgang mit männlichen Küken insgesamt, da gibt es durchaus Verbesserungen und da werden wir auch zustimmen. Wir hätten uns aber mehr erwartet, wir hätten uns mehr Mut erwartet. Darum können wir dem Ganzen nicht pauschal zustimmen. Ich bin schon gespannt, wie Sie sich verhalten, wenn das Volksbegehren zum Verbot der Lebendtiertransporten auch hier im Haus behandelt wird, wann bei den Qualzuchten ein völliges Verbot kommt und wenn wir dann wirklich Meilensteine machen. Aber noch einmal von dieser Stelle aus ein Dank an die Initiatoren dieses Volksbegehrens und im Gegensatz zum Kollegen Köck, wie gesagt, ich sehe das Keck, wie gesagt, ich sehe das differenziert. Wir haben da einen Prozess gehabt, auch bei der Behandlung des Volksbegehrens, der gut war und auf dieser Ebene sollen wir weitermachen, sollen wir weitergehen, aber in Summe wünsche ich mir dann schon mehr Mut und mehr echten Einsatz zum Wohl unserer Mitgeschöpfe, zum Wohl der Tiere. Hannes Amesbauer von der FPÖ war das. Auch er habe das Tierschutzvolksbegehren von Sebastian Born-Mehner unterstützt. Auch ihm sind die Fristen bis zum Aus der Vollspaltenböden bei der Schweinehaltung zu lang. Transporte bis Afrika, das kann niemand wollen. Es gibt also keine pauschale Zustimmung der FPÖ zum Paket.